Hey! Nicht! Was hat die nochmal gesagt? Kleb, kleb, kleb. Oh Gott! Noch einer von denen. Du weißt schon, die empfindliche Sorte. Ignoriere ihn einfach. Ignoriere ihn. Ah, nein, nicht. So. Gab's hier nicht noch irgendetwas? Ist immer noch hier? Naja, gutes Timing immerhin. Hey. Und wie ist es mit mir? Wie auch immer. Oh je, schämst du dich? Mensch, warum bist du so launisch? Niemals, ich bin schockiert. Tja. Nix mit heißen Bienen hier. So. Welches Zimmer soll ich nehmen? Das ist der Raum? Ich nehme diesen Raum. Gruppenraum. Sieht unbewohnt aus. Ich nehme es. Ich nehme dieses Zimmer. Okay, wir müssen nun in das Zimmer hineingehen. Du überlegst dieses nicht anders, oder? Muss ich es denn noch einmal sagen? Oh, seid nicht böse mit mir. Oh je, das ist einer von der brutalen Sorte. In Ordnung, bitte. Hier entlang, bitte. Oh. Und was jetzt? Sollen wir anfangen? Ich nehme an, da du dieses Zimmer ausgesucht hast, bedeutet das, dass du nicht gern allein bist. Den Smalltalk kannst du dir sparen. Ich möchte jetzt nichts sagen. Schon gut. Schon gut. Du bist vielleicht empfindlich. Na los. Alle warten schon. Alle? Hier sind sie. Okay, alle aufgepasst. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Holy! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja? Oh mein Gott! Was los? Die Grinsepacke von den Afroamerikanern sieht einfach nur geil aus. Oh Mann. Was soll ich machen? Das könnte gefährlich werden. Sieht so aus, als wäre mein ganzes Leben eine einzige Krise. Keuchstöhn. Sei nicht so verklemmt, entspann dich, Junge. Stöhn, Keuch. Lass uns den ganzen Schmutz und Schweiß zusammen abwaschen. Ich will nicht. Was los? Oh mein Gott, raus hier. Raus hier. Nein, Hilfe. Ah. Kleiner, du bist einer von der verschmusten Sorte. Wow, sieh dir immer das an. Hilfe! 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 Baden ist prima, oder? Es beruhigt das Herz. Na, wie findest du es, Bubi? Ich wollte mit der Biene da, aber naja. Das ist gut, wie? Es tut weh. Zu stickig hier. Du wirst dich dran gewöhnen. Versuch's mit Zählen. 10, 9. Hey, Kleiner. Wie alt bist du? 8. 21. Du bist nicht halb so alt wie ich. Ich bin nur neidisch. Jetzt wissen wir wenigstens, wie alt Sveneta ist. Und weiter. Möchtest du in meinem Club der jungen Schätzchen eintreten? Kein Interesse. 7, 6, vielleicht in einem anderen Leben. Tja, wenn das so ist, Pech. Wir haben einen Ausflug geplant zu einer Hütte auf dem Land. 5,
4, 3, 2, 1. Okay, das reicht. Ich geh raus. Warum bleibst du nicht denn? Und spielst ein bisschen. Nein! Papa ist so einsam. Nein! Mein Gott, raus hier! Sofort! Das habe ich mir nur dabei gedacht. Kleiner, das bedeutet mir viel. Da hast du eine Erinnerung an uns beide. Bikini-Slip-Unterwäsche erhalten. Ich werde sie verbrennen. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Das Ganze war natürlich auch optional. Was ist denn das für eine Unterwäsche? Das soll ich anziehen? Naja, wenn es zur Rettung von den... Wenn es zur Rettung von ist, Lisa ist... Bei RPG-Maker-Spielen würde ich das okay finden, aber mein Gott, Squaresoft. Da gibt's wohl keinen Weg drumherum. Oh, Mann. Raus mit dir, Bienchen. Oh, raus hier. Einfach nur raus hier. Ah, mein Herr, es ist kurz vor Geschäftsschluss. Also denken Sie bitte an alle persönlichen Dinge. Ja, mein persönliches Ding wird da drüben von den Kerlen angedatscht. Das darf ich nicht zulassen. Hey, Zvenita. Das war eklig da drin. Die sind pervers. Das ganze Örtchen ist doch einfach nur pervers, ey. Richtig pervers. Buah. So. Gehen wir mal hier rein. Mal sehen, ob ich schon die Perücke holen kann. Nein, kann ich nicht. Oder? Das ist doch der. Oh je, ich habe wieder zugenommen. Stimmt. Na gut, holen wir erstmal den Vater von der einen. Ist natürlich der hier vorne, aber vorher gehe ich mal erstmal hier hin. Denn wir haben was für den. Hey, hier drin ist jemand. Guck weg. Was? Ah. Gib ihr Medizin. Hä? Du gibst mir wirklich welche? Danke. Puh, jetzt fühle ich mich besser. Vielen Dank für deine Güte. Sexy Parfüm. Ich frage mich, warum sie mir das sowas geben. Ich frage mich, ob ich irgendwann mal wirklich... Ob's klappt, dass... Naja, ach, das sage ich später. Ich will jetzt hier nicht spoilern. Es gibt nämlich eine, die kennt dieses Spiel nicht. Oder es gibt sogar zwei, die es nicht kennen. Vielleicht die Story, aber nicht die Sachen, die man machen kann. Entschuldigung, sind Sie der Vater des Mädchens im Kleidungsgeschäft? Mir gehört das Kleidungsgeschäft, aber ich bin nicht der Vater. Das habe ich nicht gesagt. Oh doch, das hast du. Mach mir ein paar Kleider. What the fuck? Ich mache keine Männerkleider. Und jetzt habe ich schon gar keine Lust. Zvenita, warte hier für eine Sekunde. Ich versuche mit ihm zu reden. Typisch, die Frauen können das besser. Warum gehst du nicht dort drüben und bestellst was zu trinken? Wissen Sie, mein Herr, er hat immer gesagt, dass er sich einmal als Mädchen kleiden möchte. Darum hätte ich gerne ein hübsches Kleid für ihn. Das hört sich so gay an. Was? Ein so kräftiger Bursche wie der? Also was ist? Machst du ihm eins? Eins? Könnte interessant werden. Es wird etwas langweilig, immer nur normale Kleider zu machen. Dann machst du also eins für uns? Ja, in Ordnung. Was für ein Kleid wollt ihr? Etwas, das sich... Ja. Sauber oder weich? Sauber oder weich? Sauber oder weich? Ich bin mal für
samt die Schweich. Oder genau, weich. Und etwas, was außerdem und das außerdem schimmert. Ich habe einen Freund, der auch sein Geschmack. Der hat auch seinen Geschmack. Ich werde mal mit ihm sprechen. So. Jetzt machen wir uns schleunigst auf den Weg dahin. Um festzustellen, dass es eigentlich noch ein bisschen dauert, denke ich mal. Der ist schon da. Oh, hier bist du. Es ist fertig. Probier's an. Seidenkleid. Ja. Anprobieren. Und wie zieht man das an? Ey, nicht gucken. Wow, was tust du? Ganz richtig ist es immer noch nicht. Eine Perücke, das fehlt. Habe ich mir fast gedacht. Also habe ich mit meinem Freund darüber gesprochen, wie man eine bekommen kann. Kennst du das Studio? Da gibt es jede Menge Leute wie du. Geh und red mit denen. WTF? Okay. Wie, du? Lee, was hast du ihm erzählt? Ist das wichtig? Auf jeden Fall haben wir ein schönes Kleid. Er weiß es natürlich nicht. Oh Mann. So, ich finde diesen Teil des Spiels so richtig amüsant. Hier ist das Studio, wo ich schon vorher war. Und jetzt ist er hier vorne. Und jetzt können wir die Perücke holen. Willst du dich hier einschmeicheln? Einschmeicheln? Richtig. Und die Perücke? Ja, hab's gehört. Aber das wird dich was kosten. Big Bro, du kommst nur voran, wenn du den Big Bro schlägst. Das stimmt. Also musst du dich mit uns messen. Stimmt. Also machen wir Kniebeugen. In Ordnung, aus diesem Studio vertreiben wir dich. Bist du der schöne Bro? Was? Das wusstest du nicht? Läuft hier immer rum und sagt Big Bro hier, Big Bro da. Vergiss es, komm hier rüber. Nein, ich erkläre dir die Regeln. Wenn du in die richtige Position bist, drückst du Viereck-Taste, um in die Hocke zu gehen. Drücke X-Taste, um dich wieder aufzurichten. Drücke dann Kreistaste, um dich wieder in Ausgangsposition zu bewegen. Viereck X Kreis, Viereck X Kreis. Mir ist das nicht. Kapiert? Kapiert. Wer nach 30 Sekunden die meisten Kniebeugen gemacht hat, bekommt die Perücke. Das werde ich doch nicht verlieren. Ich werde nicht verlieren. Die Brücke von die Perücke von Big Bro gehört mir. Sag ruhig. Das ist nicht fair, wenn du gleich loslegst. Willst du etwas üben? Ich muss nicht üben. Also lass uns wirklich loslegen. Los. Was war denn das jetzt? Also ein ziemlich einfaches Spiel. Dam 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 dam. Er hat 14 Kniebeugen gemacht und du hast 19 Kniebeugen gemacht. Du bist echt eine Nummer. Okay, ich stehe zu meinem Wort. Hier hast du sie. Einmal habe ich einen Fehler gemacht, aber
Das ist echt dumm. Wie macht man Kniebeugen? Naja. Big Bro, ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Bam. Halt die Klappe, hör auf zu jammern, nur weil du verloren hast. Ah, die Stahlfäuste vom Bro gehen bis auf die Knochen. Das ist so eine kleine halbe Portion, Alter. Ich möchte nicht wissen, wie der in 3D aussehen würde. Also so richtig geiler Grafik oder so. So, jetzt habe ich Perücke, jetzt habe ich Kleid, jetzt habe ich Parfüm, jetzt habe ich Slip. Jetzt haben wir alles. Alles, was es optional und bla 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 gibt. Du scheinst fertig zu sein. Probier es an, um zu sehen, ob es dir passt. Stand doch passt, oder? Ich hatte zu schnell weggedrückt. Ach ja, ich muss da rein. Siehst du dich nicht um? Okay, ich bin fertig. Und... Bam. Das soll eine Perücke sein? Meine Frisur ist nur ein bisschen verändert worden. Mehr nicht. Nicht schlecht. Das könnte mehr Aufträge für mich bedeuten. Ja, du hast recht. Sollen wir es versuchen? Danke, dass du uns etwas Neues gezeigt hast. Mein Vater ist jetzt wieder richtig angespornt. Das Kleid geht also auf Rechnung des Hauses. Versuch, eleganter zu laufen. Ungefähr so, Fräulein Sveneta. Fräulein Sveneta, ich werde dir gleich helfen. Was meinst du mit eleganter? Dam, 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 dam. Du bist echt süß, Fräulein Sveneta. Ah, ich will eins. Hast du eins, das an mir gut aussieht? Wie ist das? Wie wäre es mit dem? Vater, was redest du? Dieses ist viel schöner. Nein, was redest du? Dieses. Ich möchte dieses. Wie? Wie? Ich ziehe mich jetzt um. Wie die alle hier hinterher gucken. Gespickt wird nicht. Wer spickt denn hier? Lunz, Lunz. Wow, Frauen können sich wirklich sehr schnell umziehen. Und? Wie sehe ich aus? Ach, du bist ein Langweiler. Dann auf. Eleganter Lauf mit Fräulein Sveneta. Oh Mann. Warum tut man mir das an? Warum? Verdammt nochmal, deine Freundin ist auch ganz schön heiß. Herein spaziert. Zwei Damen kommen. Hallo meine Damen. Ich werde dem Don Bescheid sagen, dass ihr da seid. Wartet hier und schnüffelt nicht herum. Nicht herum schnüffeln? Das ist unsere Chance. Komm, wir suchen Lisa. Wo sie wohl ist? Ich weiß wo. Ist das elegant genug? Oh Mann, jetzt wird's lustig. Ja, ja. Was ist das für eine komische Teil da in der Mitte eigentlich? Lisa? Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Lee. Sveneta hat mir viel von dir erzählt. Und wer bist du? Hey, du warst doch mit Sveneta im Park. Ja, mit Sveneta. Oh. Mach dir nichts draus. Wir haben uns gerade getroffen. Das ist nicht der Rede wert.
Was meinst du, mach dir nichts draus? Woraus? Nein, versteh mich nicht falsch. Zinita und ich sind zusammen groß geworden. Nichts weiter. Armer Zinita. Da muss er hier stehen und uns zuhören, wie wir ihn beide nichts nennen. Ich bin nichts, danke. Was, Zinita? Zinita? Ja, lach mich aus, komm. Zinita. Was hast du denn da an und was machst du hier? Vergiss es. Was ist mit dir nach deinem Sturz passiert? Bist du verletzt?